Folge ohne Mikrofon. So, da ist es jetzt auch. Also, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Animations Throwdown mit Miniman gleich, Daily Shop News und Combo Masteries. So, wir gucken mal hier rein. Hier haben wir nach wie vor den Mythic Stewie in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Dann geht's rein in den Shop. Nach wie vor. Das Mythic Farnsworth Pack mit Cats, Queen of Cats, Terrors, Bandit und Dr. Amy Wong. Nices Bundle, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Da ist auch dann schon die nächste Box hier. Erstmal gucken wir hier rein in die King Teagle Box, die ziemlich geil ist. Ah, da bin ich. Little King, Trash Mouth. Oder Cuddles oder Bandit. Mega geile Karten. Finde ich richtig, 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 richtig nice. So, natürlich Philip und Bill Daughtry oder Daughtry. Coole Karten lohnen sich auf jeden Fall. Und jetzt haben wir die neue Box. Oh mein Gott! Squirrel Bandit Box mit einem Pigeon Bill. Leute, Pigeon Bill ist so unfassbar stark. Pigeon Bill momentan auch gerade bei dem Animal BGE, wenn ihr das Ding hier auf dieser Stufe habt. Oh mein Gott, der tut dann richtig, richtig weh. Pigeon Bill ist geil, aber natürlich ist er noch viel geiler, wenn du den Bill separat quad-fused hast und dann Animal Card oder so. Also Bandit, da ist er auch schon, der Bill Daughtry. Ja, und dann hier der Klaus. Knife-Wielding Seal, Queen of Cats Terrors. Hammerkarten. Also bis auf den Klaus Heißler. So, also auf jeden Fall mega nice Geschichte hier. Pigeon Bill ist cool. Hätte ich gerne. Aber ich will ja momentan sparen. Ich will ja sparen auf, wie gesagt, ein paar tausend Gems in der Hoffnung dann, dass irgendwann wieder der Professor, ach Quatsch, Professor Franz, was ist der Dr. Zoidberg dann als Mythic Pack da ist, damit ich mir ihn holen kann. So, jetzt haben wir, gehen wir gleich mal hier in die Combo Masteries rein. Dann haben wir hier den Water Polo Steve. Und der Water Polo Steve, das sieht folgendermaßen aus. Hier, Water Polo Steve, Water Polo Steve, Water Polo Steve, Water Polo, Water Polo, Water Polo, Water Polo, Water Polo. Wo hab ich das denn? Wo ist es hin? Ah, da ist es doch. So, also, da ist er. Aha. So, also, da ein Steve Smith, Death Ball zum Beispiel, also mit einer Sportkarte. Er gibt dann den Water Polo Steve. No. Da guckt doch Klaus Heißler aus seinem Schlüpper raus. Wo ist der Schlüpper? So. Guckt mal genau hin hier. Klaus Heißler. Drehst du den im Schlüpper um? Ja. Halt eine defensive Combo mit Bodyguard und Cripple. Für 500 Gems. Mein Fall ist es in dem Fall jetzt nicht. Hier haben wir wieder was, auch defensiv. Die gefällt mir besser. Das ist Bänderbräu. Weil ich bin dann auch mal ganz froh, wenn ich auch mal irgendwie wieder was heilen kann. Und die Powertacke Patriot Ale habe ich. Und den Bänder habe ich. Und dann gibt es den Bänderbräu. Ist auf jeden Fall. Wenn das Ding hier gemaxt ist, haben wir 20-fach heilen. Ne? Ist ja nicht das Schlechteste. So, aber eben nur einfach eine Karte wird 20-fach geheilt. Also gibt auf jeden Fall Situationen, wo man die mal ganz gerne spielt, um noch ein paar letzte Punkte rauszuholen aus dem Rumble-Match oder so. Also, dann haben wir einmal den da, aber dafür würde ich trotzdem keine 500 Gems ausgeben. Dann haben wir hier Griffin und Quagmire. Und Griffin und Quagmire ist ein Quagmire mit Musikkarten. Schauen wir doch mal, wir haben hier die Phase. Oh,
Oh. Oh. Quagmire mit der Fahrtschule fortgeschifftet. Fußschule vorgabte. Er gibt dann hier hinten einen Griffin und Quagmire mit 19-fach Revanche, mit 20-fach durch eine Mauer durchbrechen und mit 12-fach Grace. Das ist eine coole Mischung, sage ich mal. Ein bisschen defensiv und dann doch ziemlich offensiv. Also wenn man da 10% draufklatschen würde, dann wäre man bei 21 Revanche, 22 Mauer durchbrechen und bei 13 Grace erstmal, 21 Angriff und 80 Leben. Dann nochmal 10% drauf, da wären wir dann bei 23 Revanche. Bei 24 Mauer durchstoßen und bei 14-fach Grace, bei 24 Angriff und 88 Leben. 88 Leben, das ist schon eine nice Sache. Also ich würde mal, also ist nur eine Empfehlung von meiner Seite. Das müsst ihr euch ja selber. Also, wenn ich den Quagmire hätte in der Mythic-Version und ich habe die Furzschule für hoch gehabt, ich habe sie hier sogar zweimal, glaube ich, Quad-Fused. Habe sie jetzt momentan nicht zweimal Quad-Fused im Deck, aber ich habe sie zweimal Quad-Fused. Dann würde ich mir diese Combo hier holen. Und ich würde sie mir wahrscheinlich auch gleich zweimal holen. Ist auf jeden Fall ziemlich stark. Also schon ziemlich cool. Also seit langem mal wieder eine gute Kombo hier für die Steinchen da. So, also, das wäre auf jeden Fall der Griffin und Quagmire. Ja, und dann haben wir da hinten noch den Hoverthrone King. Und ja, da ist das Problem allerdings folgendes. Es ist ein Bullock. Den bräuchtest du dann schon in der Mythic-Version, dass das Ganze Sinn macht. Und dann das Ganze mit einer Geldkarte. Also einfach nur da unten mit Bag of Nickels. Dann käme ein Hoverthrone King da hinten raus mit 9-fach Cheer All. 24 Angriff und 65 Leben. 23 Leben bekommst du mit hinzu, wenn du eine weitere Combo spielst. Bedeutet also, wenn du da 10% draufklatschen würdest, ja, dann hättest du 25, 10 da unten bei dem anderen, dann hättest du 26 und 72 Leben. Ja, nach einer Combo wärst du dann schon bei 100 Leben. Ja, aber wer spielt auch schon, also wer spielt bitteschön Bag of Nickels? Also Bag of Nickels ist ziemlich überflüssig. Insofern ist das schade, weil die Combo ist auch eigentlich ganz nice, gerade wegen dem Cheer All, die geht dann ab, wenn er so darf. Eins darf man natürlich nicht vergessen, das ist halt nach wie vor so ein Congregate-Bug, ja. Du müsstest den dann am Anfang setzen, weil die es irgendwie nicht hinbekommen, dass er tatsächlich alle pusht, sondern nur die rechts von ihm sind. Ja, also schon ein bisschen doof. Was das den ganzen Effekt schon wieder ein klein wenig zunichte macht. Ja. Was lässt sich über die heutigen Combo-Recipes sagen? Eine gute ist dabei, das ist die Griffin und Quagmire. Und die ist auch nicht schlecht, aber unter denkbar ungünstigen Karten zu erreichen. Also die Mythic Bullock haben die wenigsten und die den haben, haben mit Sicherheit kein Bag of Nickels. Also glaube ich kaum. Also wenn es euch gefallen hat und geholfen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, würde ich mich riesig drüber freuen. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt.
Animations Rowdown mit mir immer gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.